TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Hallo, ich bin Michelle. Herzlich willkommen bei TV Total. Heute sehen Sie Puffy in der Boden ist Lava. Außerdem Angela Merkel, Comedy Star. Und The Return of Gigi. Und hier ist der Erfinder des 9-Euro-Gags, Sebastian Kupfer! Temperaturen über 25 Grad, alle gut gelaunt. Ist ja schon fast krankhaft. Ich mag's, ihr seid gut drauf. Ich bin jetzt schon mal sehr, sehr gut drauf, weil ist alles gut gegangen bei der Begrüßung. Ist ja nicht einfach, die ersten Sekunden sind hier entscheidend. Ne? In den ersten Hundertsteln entscheidet ihr, ja oder geil. Ne? Und deshalb muss man hier agieren. Und das ist natürlich nicht einfach für mich, weil vor allen Dingen, wenn man so einen Begrüßungssatz schon gefühlt 1,5 Millionen Mal gesagt hat, da können Fehler passieren, nicht wahr? Und ich glaube, genau das hat auch Jens Riewer gedacht. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesshow. Ciao. Uff, noch mal gut gegangen. Ganz knapp. Ganz knapp. Was ging in ihm vor? Ich meine, wie oft hat er den Satz gesagt? 2 Millionen, 3 Millionen war? Ich meine, das ist doch das Ding, der kann eigentlich gar nicht anders. Ich glaube, er träumt davon, die Heute-Show zu moderieren. Großartiges Format demnächst auf der ARD. Oder es war vielleicht tatsächlich die kürzeste Tagesshow aller Zeiten. Und wir haben das falsch gehört. Weißt du, er hat gesagt, willkommen zur Tagesschau, Show und dann Ciao. Also italienisch, so. Ne? Es war eigentlich nicht Schau, sondern Ciao. Ah, der Giovanni Zarella der Nachrichten, das ist Jens Riewer. Das wissen die wenigsten. Mhm. Tagesschau als Show fände ich auch geil. Es würde auch diesen Nachrichten so. Die Nachrichten sind ja ein Downer, aber wenn man sich das vorstellt mit Showtreppe, Feuerwerk, paar geile Tänzerinnen, jede Katastrophe sofort ein Highlight. Ich glaube, da hätte ich Bock drauf. Gestern Abend, anderes Highlight, Deutschland 5:2 gegen Italien gewonnen. Hör mal. Da sag ich aber mal Ciao. Da sag ich Ciao. Ciao, ciao. 5:2. 5:2. Wolfgang, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Not. Ich wollte es mir auch nicht angucken, aber Not deklassiert Elend. So war das. Und ich liebe ja die Nations League. Ja? Man muss mir immer nur sagen, dass es das ist, aber es ist die Nations League. Highlight des Spiels waren aber nicht die 5 Tore, jedenfalls in meiner Welt, sondern es gab mal wieder einen Flitzer. Jonathan Tah und Anton Stach, während es da einen Flitzer gibt mit Handy. Den Ordner hat er schon mal ausgedribbelt. Er wollte wohl ein Foto von Leroy Sané. Gott sei Dank ist das alles harmlos. Und über das Schuhwerk der Ordner wird in Mönchengladbach noch zu reden sein. Richtungswechsel wie Sané. Jetzt kommen 2, 3 und die legen sich auch alle hin. Das ist kein Flitzer, das ist ein fucking Ausnahmetalent. Den solltest du sofort unter Vertrag nehmen.
Der war schneller als alle anderen, während er irgendeine WhatsApp, Insta gepostet, Snapchat-Videos, was der alles gemacht hat. Der hat Ablage gemacht der letzten zwei Wochen. Wobei ich enttäuscht war, die Flitzer von heute sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Früher waren die wenigstens nackt. Und der sah ein bisschen aus wie Jogi Löw. Ist dir das aufgefallen? Vielleicht sollte man noch mal gucken, wo der vorher mit der Hand war. Vielleicht war der das. Ja. Oder es war gar kein Flitzer, sondern der Arme ist vermutlich einfach nur ein O2-Kunde, der auf der Suche nach Netz war. Das kann natürlich... Nee. O2, super Netz. Ist auch mal Zeit für dich. Ja, wir haben übrigens seine Insta-Story, die haben wir gesucht und gefunden. Vom Flitzer. Hier, müsst ihr euch angucken. Hier, sofort 70.000 Follower. Sofort. Dann natürlich am Montag Australien. Im WM-Playoff-Spiel gegen Peru haben die sich im Elfmeterschießen für die WM qualifiziert. Und das hat Australien seinen Ersatztorwart. Ne? Das ist nur der Ersatztorwart. Der spielt sonst nie. Das haben die seinem Ersatz, also ihrem Ersatztorwart zu verdanken, der extra nur für das Elfmeterschießen eingewechselt wurde. Und das sah sehr gut aus. Das Spiel musste ins Elfmeterschießen. Redmayne in seinem dritten Länderspiel von der Bank mit extra viel Bewegungsdrang. Immer wieder muss ihn der Schiedsrichter ermahnen. Da steht es bereits 5-4 für Australien. Redmayne tanzt und hält. Australien gewinnt in der Hitze von Katar und löst das vorletzte WM-Ticket. Das fand ich gut, ey. Ich kann auch Torwart. Mein Wunsch an Neuer, der soll auch mal so halten. Ich finde das gut. Und am Schluss wie so ein Moorhuhn, ne? Stand er da. Oder ich glaube, das sind diese seltenen Aufnahmen eines australischen Wildtorwarts, der mit seinem Tanz paarungswillige Weibchen anlocken will. Und dann, was da nach dem Spiel los war, irre. In Australien, da gab es einen Reporter, der ist abgegangen, mein liebes Känguru. Yeah! Das nenne ich Energie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Reporter sieht ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Borat und Horst Schlemmer. Oder? Kommen wir zum Bundespräsident Steinmeier. Der hat auch einen rausgehauen. Und zwar möchte er jetzt einen sozialen Pflichtdienst für junge Menschen einführen. Ne? Wir so alle direkt, what? Was ein Upturn. Obwohl, ich bin ja alt, mir kann es egal sein. Und deshalb unterstützen wir von TV Total natürlich diese sehr, sehr gute Idee. Und hier kommen unsere Top 3 der besten Sozialdienste für junge Leute. Hey, warum buckelst du noch in der Gastronomie? Es dankt dir doch eh keiner. Freu dich auf ein Jahr Pflichtdienst, das unser Bundespräsident vorgeschlagen hat. Tu was Gutes, zum Beispiel mit einem unserer Top 3 der beliebtesten sozialen Dienste. Kümmere dich um schwer erziehbare Kinder. Da stellen sich schnell Erfolge ein und die Jugend wird es dir danken. Also früher war es bei mir so, dass ich gleich zugehauen habe eigentlich. Aber jetzt bevorzuge ich es lieber erst zu sprechen und dann eine reinzuhauen, wenn es sein muss. Oder arbeite mit alten Menschen, zum Beispiel auf Kaffeefahrten. Die sind bei Senioren sehr beliebt. Kosten tut das gar nicht, das haben wir geschenkt gekriegt. Aha. Wenn man hier das 190 Gesundheitsprospekt gekauft hat, ja, zu halbem Preis, hat man das dazu gekriegt. Ach so, und wie viel hat das gekostet zum halben Preis? 1.100 Euro. Und wenn dir Tiere mehr am Herzen liegen als Menschen, kannst du den Pflichtdienst natürlich auch beim Tierschutz leisten. Hilf dabei, Tiere wieder zurück in ihren natürlichen Lebensraum zu bringen. Das ist aber mal gut. Ja, danke schön. Haben Sie gut gemacht. Vielen Dank.
Dem Schwan geht's bestimmt gut.